Der Tag beginnt an der Playa de Palma in Arenal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video auf Georgis Kanal. Ja, Stein des Anstoßes ist nicht diese wunderschöne Playa de Palma mit ihrem hübschen Strand, sondern die Mauer muss weg. Ja, warum auch immer so entschieden wurde. Die Bilder sehen gut aus von den ganzen Entwürfen, die Zeichnungen. Wirklich wirken fantastisch, offenes Gelände mit ein bisschen mehr Grün und eben ohne Mauer. Nun sagen viele Kritiker, die Mauer, die schützt uns auch, die hilft uns, den Sand hier hinter der selbigen zu halten, gerade wenn jetzt die Herbst- und Winterstürme hier auf uns zukommen. Tja, das wird wohl noch eine Weile so gehen, werden wohl noch eine Weile drüber sprechen. Auf der anderen Seite Richtung Balneario Nummer 13, da hat man ja schon angefangen, da ist schon offenes Gelände. Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Wir werden uns das weiter anschauen im Verlauf dieses Winterhalbjahres nach der Saison halt. Ja, herzlich willkommen und viel Spaß bei diesem Video auf Georgis Kanal. Wir haben einen Sonne-Wolken-Mix. Es hat ein wenig geregnet, das war aber nicht viel. Hat gereicht, um die Straßen so ein bisschen zu benetzen. Die Natur freut sich. Es ist so grün wie schon seit Monaten nicht mehr auf Mallorca. Das fällt einem schon beim Anflug auf, wenn man die Insel besucht, wie schön grün alles wieder erstrahlt. Und es wächst und wächst und wächst. Also das ist wirklich Wahnsinn. Es wächst ja auch ohne Regen. Einige Büsche sind hier richtig widerstandsfähig und brauchen nicht viel Feuchtigkeit. Hier sind wir Höhe Balneario Nummer 4. Wir gehen hier weiter so Richtung Arenal, Richtung Yachthafen. Kurz davor werden wir so ein bisschen wenden. Je weiter wir hier vorankommen, desto mehr pulsiert hier das Leben. Hier sind ja ganz viele Mallorquiner auch zu Hause. Hier sehen wir die Preise aus der letzten Saison. Man darf gespannt sein, wie diese sich entwickeln werden im kommenden Jahr. Einige Gemeinden waren sehr zufrieden, andere wieder nicht. Da wurden wenig Schirme und Liegen gebucht. Man muss sich natürlich anpassen. Wenn eine Grenze, Finanzgrenze überstiegen ist, dann wird es schwer für die Vermieter. Jetzt schon herrlich warm am Morgen. Wir haben 20 Grad. Im Tagesverlauf werden wir wohl die 23 Grad, vielleicht auch noch die 24 Grad knacken. Allerdings ist zum
Nachmittag hin ein bisschen mehr Bewölkung angesagt an diesem Tag. Und ansonsten, ja, geht es die nächsten Tage so weiter. Tagsüber um die 20 Grad, ein bisschen drüber. Und nachts können schon einstellige Werte erreicht werden. Also da wird schon für mallorquinische Verhältnisse Richtung Nacht ziemlich kühl. Natürlich auch zunehmend durch die Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit. Wir haben heute ablandigen Wind, deswegen hier ein bisschen flachere Wellen. Hier sind wir am Balneario Nummer 3. Ja, es ist total entspannt am Ballermann. Die Urlaubsgäste sind da, die diese Entspannung suchen, und die feiernden Gäste sind weg. Die meisten großen Lokale haben geschlossen. Also da werden wir ja gleich noch drauf schauen. Wir werden noch mal ein paar ablaufen. Die Pylonen hier, die werden alle verschwinden. Für die einen sind sie Kult, für die anderen sind sie einfach nur hässlich oder eben Graffiti-Säule. Es ist ein großes Ärgernis, dass hier alles vollgeschmiert wird. Also es ist wirklich unglaublich. Da nimmt man gar keine Rücksicht. Schlimm wird es dann, wenn es an den Hauswänden ist und an den ganzen Jalousien, die dann total vollgeschmiert werden. Ja, wir sehen auch schon am Morgen hier ziemlich viel Fußgängerverkehr. Man möchte natürlich möglichst jeden Sonnenstrahl mitnehmen in dieser Jahreszeit. Dazu gab es natürlich bisher gerade im Süden, Südwesten sehr, sehr viel Gelegenheit. Erreichen die beiden der Rio Nummer 2. Sie sind übrigens alle geschlossen jetzt. Ist gar keiner mehr geöffnet. Wir werden gleich die Straßenseite mal wechseln. Hier wird der Strand immer schmaler. Da hinten ganz, ganz schmal. Was auch auffällt, auch immer tiefer. Die Mauer immer höher, weil viel Sand ja vom Meer gecatcht wurde. Da drüben liegt der Yachthafen, ganz am Ende der Straße.
Wir wechseln mal die Straßenseite und schauen so ein bisschen auf die Läden. Da drüben sind vereinzelt Geschäfte offen. Das sind oftmals Filialisten, die sich darauf eingestellt haben, für ihre Kundschaft wechselnde Programme haben und ja, dadurch dann auch gezielt angelaufen werden. Ja, da drüben, da prangt immer noch das Mahnmal der Katastrophe, das eingestürzte Haus, der Medusa Beach Club. Daneben wird ja renoviert und hier am Medusa Beach Club sieht es immer noch so aus wie am Tag danach. Decke ist eingestürzt und es sind viele, viele zu Schaden gekommen bzw. umgekommen. Das ist ein trauriges Schicksal, was hier diesen Ort doch immer noch beschäftigt. Ganz viele Leute kommen her, bleiben stehen, verharren einen Moment. Schon sehr traurig. Da kann man nur hoffen, dass wirklich seitens der Behörden hier kontrolliert wird und mehr drauf geachtet wird, wie gebaut wird. Daneben an, die sind natürlich alle betroffen, die Häuser. Da wird saniert, umgebaut. Hier in dem Bereich hat so der eine oder andere Laden geöffnet sicherlich, aber so Gastronomie ganz, ganz wenig. Und die, die geöffnet haben, die haben sich dann schon was Besonderes einfallen lassen. Die haben dann kein Allerweltskonzept, sondern ja, sind schon sehr, sehr gut dabei. Auch preislich muss das stimmen, sonst kommen die Mallorquiner nicht. Und ja, die Urlauber, die haben natürlich auch im Winter zum Teil in ihren Hotels gute Versorgung. Wenn die Fenster so zugestrichen sind, sieht schon immer ein wenig trostlos aus. Aber das ist vorgeschrieben, man muss die Fenster verhängen, wenn der Laden nicht genutzt wird. Hier schauen wir einmal hinein. Das meine ich mit ordentlichen Konzepten. Wunderschöner Laden hier. Mit tollen Produkten. Und das meine ich eben hier mit Graffiti an Hauswänden. Ja, total entspannt hier lang zu schlendern. Kaum jemand stellt sich einen in den Weg. Man kann bequem die Straßenseite wechseln. In den Seitenstraßen ist noch viel weniger los. Das Cheers ist auch geschlossen. Ich glaube, das heißt erst seit nicht mal einem Jahr so. Das hieß vorher anders. Hier weiter hinten sind ja viele Engländer, Niederländer. Und natürlich auch Spanier, so ziemlich gemischtes Publikum. Deutsche, Österreicher, Schweizer auch, will keinen vergessen. Also versorgen kann man sich hier durchaus das ganze Jahr.
Dort hinten ist ein Hotel, was man schon öfter mal im Fernsehen gesehen hat, von Auswanderern. Das ist bestimmt gar nicht so leicht, da gegen die ganz großen Hotels anzukommen. Da muss man schon sich wirklich viel Gedanken machen. Das ist natürlich hier auch gar nicht von allen Gästen so gewollt, so schicke Hotelzimmer zu haben. Die meisten suchen nur eine Schlafgelegenheit, sind kurz da und kommen spät in der Nacht oder früh am Morgen. Das sind nämlich die, die dann hier den Kurztrip hier machen und zum Feiern hier sind. Das sieht jetzt ja ganz anders aus. Jetzt genießt man die Playa so, wie sie ist. Nämlich richtig schick. Viel Grün. Und bei wirklich gutem Wetter. Und es wird immer besser. Wir hören das im Hintergrund immer wieder. Wir werden praktisch von Schleif und Bohr und Hämmergeräuschen begleitet. Hier im Hotel Aya wird auch renoviert. Kann man wenig von sehen, aber auch da laufen Sanierungs- und Umbauarbeiten. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo im Sommer am meisten los ist, hier auf der Straße und an der Promenade, nämlich zum Megapark. Hier sind immer Menschenmassen zu Besuch und auch vor dem großen Areal stehen oft Hunderte. Wenn nicht sogar Tausende, wirklich, also hier auf wenigen Metern. Und dann schon ohne Ende Helmutzimmer, die man jetzt auch noch sieht, aber nur noch ganz wenige natürlich. Für alle reicht das nicht. Ich glaube, wir hatten hier so viel Helmuts wie nie zuvor.
Also Helmut sind die sogenannten Straßenverkäufer hier. Sonnenbrillen, Tücher, lustige Hüte und was da nicht alles verkauft wird. Ja, und der Megapark ist halt richtig verrammelt hier. Wir sehen das so mit Holzplatten, USB-Platten, alles zugehängt, vergittert. Vor kurzem war ich hier noch beim Closing. Das ist irgendwie unvorstellbar. Ja, da tobte noch das Leben. Der Laden war brechend voll. Gerne mal reinschauen. Ich kann das Video gerne noch mal verlinken. Da sieht man den krassen Gegensatz. Nicht nur hier, sondern natürlich an der ganzen Playa de Palma. Tja, und hier ist der Eingang vom Megapark. Da stehen dann schon so 4, 5, 6 Wachleute. Schauen, dass man nichts mit hineinnimmt, was nicht hinein soll. Dass man sich einigermaßen ordentlich benimmt. Damit man hier entspannt feiern kann. Ja, das wird übrigens auch in der nächsten Saison so sein, dass hier viele drauf schauen, dass man sich hier ordentlich benimmt. Es wird härter zugehen. Ungefähr 200 Polizisten hat man gewaltig aufgestockt, sind dann hier für Sicherheit und Ordnung zuständig. Zudem gibt es ja auch immer wieder Konzepte mit anderen Ländern wie Deutschland, dass deutsche Polizisten zum Beispiel herkommen und vermitteln. Aber in Anbetracht der Masse von Menschen, die dann hier ist, kann man schon sagen, dass es noch wirklich verhältnismäßig friedlich ist. Aber es geht halt auch um Lärmbelästigung und so weiter, wenn denn Leute ihre Grenzen nicht kennen. Da möchte man den Urlaubern, die hier nicht nur zum Feiern herkommen, doch so ein bisschen Schutz gewähren. Auf einer Seite muss man natürlich sagen, wenn man zwischen Mai und Oktober hier ist, dann muss man das schon ein bisschen in Kauf nehmen. So, und jetzt findet man die Ruhe. Also wer sich an der Playa auskennt, der weiß, jetzt bis April ist erstmal Ruhe angesagt hier. Auch das Oberbayern ist in der Winterpause.
In dem Hotel wird auch umgebaut. Hier das Chalet, das ist auch geschlossen. Das ist ja richtig gut eingeschlagen. Hier die letzten 2 Jahre immer gut besucht, immer voll der Laden. Ja. Scheint das Warenangebot ganz gut zu sein. Musik läuft immer im Hintergrund oder auch im Vordergrund. Hier sind wir jetzt Höhe Balneario Nummer 6, im berühmten Ballermann 6. Und wir werden da hinten nochmal einen Abstecher machen in die Schinkenstraße. Das Lokal ist das ganze Jahr über geöffnet und das sieht auch immer ganz gut aus. Ein guter Platz, ein guter Knotenpunkt, wo man gut Einsicht hat auf das ganze Geschehen hier. Da sitzt man halt gerne. Das Hello hier, schwer zu sagen, wer da jetzt gerade mal wieder Betreiber ist. Ja, und das ist halt die berühmte Schinkenstraße. Dieser Bereich ist immer nicht ganz so schick. Den geht man nicht so gerne. Hier muss man mal vorsichtig sein. Die Hände auf den Taschen behalten und so weiter. Also ist nicht einfach hier. Das Bamboleo ist wie jedes Jahr total verhängt. Die machen hier rechtzeitig Pause. Das Hotel hat immer auf, das ganze Jahr hindurch. Gut, jetzt ist da natürlich auch ruhiger, wenn hier natürlich richtig Alarm ist auf der Straße. Hier sind ja Menschenmassen wirklich und normal auch keine parkenden Autos wie jetzt. Dann ist es da natürlich auch ein bisschen lauter. Ist man schon froh, wenn man sein Zimmer hinten raus hat. Oder vorne raus, wie auch immer. Hier sehen wir den Bierkönig, der hat das ganze Jahr geöffnet. Zumindest die Terrasse hier vorne und der innere Bereich. Dann sagt man der alte Teil vom Bierkönig. Ja, und hier hinten der neuere Teil, wo jetzt die richtig großen Partys abgehen, der ist geschlossen. Man hört Musik, also nicht aus dem Bamboleo, sondern aus dem Bierkönig. Hier sind ein bisschen Leute, die sich da, ein paar Leute, die sich da versammelt haben, an Tischen sitzen. Aber nur hier draußen drin war gar keiner. Und hier sehen wir die kunterbunte Werbung.
Das ist hier im Sommer die Raucherecke. Ja, auch das gibt es wie früher schon zur Schulzeit. Ich weiß nicht, gibt es das eigentlich noch heute, Raucherecken in der Schule? Das war, früher waren die Lehrer, glaube ich, machtlos, das zu verbieten. Ich glaube, es rauchen gar nicht mehr so viele Menschen wie früher, weil es natürlich auch nicht nur ungesund ist, sondern auch sehr, sehr teuer. Ja, hier sehen wir die schönen gepflegten Palmen. Das ist hier ein Hotel hinterm Bierkönig. Wir sehen den Namen. Ja, und hier ist auch geschlossen. Das war die Saison 2024 für die meisten hier. Ja, das Playa Golf ist auch so mittendrin, direkt an der Playa vorne an der Straße. Man hat kurze Wege zum Feiern, zum Megapark ist nicht weit, zum Bierkönig nicht weit. Also optimal für die ganzen Gäste, die hier nur zum Feiern herkommen. Das große, riesige Hotel, was wir hinten gleich sehen, das hat geöffnet. Das ist ja eins der neuesten hier. Das ist direkt hinter dem Megapark. Eine Riesenanlage. Ja, das soll es gewesen sein hier und heute vom Ballermann, von der Playa de Palma und Arenal. Ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Gerne Georgis Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank auch an die Kanalmitglieder und an die Super Thanks Unterstützer von Georgis Kanal. Ohne euch geht das alles nicht. Vielen, vielen Dank. Ich sage Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal hier auf Georgis Kanal. Servus.